Herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge Minecraft Hardcore. Ja, wir haben ja jetzt hier die Wand und so. Und ich habe das alles gesehen. Ich habe mir alles angeguckt. Ich habe mal in Kreativ diesen Super Smetter gebaut. Und wie viel haben wir hier inzwischen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das ist sogar dermaßen größer, als ich geplant hatte. Aber das passt. Das ist gut. Weil haben wir mehr Platz. Ich mach schon mal das so. Ich brauche eine von denen. Ist eine von halb leer? Ja, die oberste. Ja. Mein Inventar ist voll. Irgendwie hier müsste die Kiste so hin. Ja, jetzt muss ich erstmal Sachen irgendwo. Hier können wir Kupfer reinmachen. Obwohl, wenn hier Cobblestone ist, soll ich hier normalen Stein rein, dann kann hier Andesite rein. Dann kann hier Tuff rein. Hier diese ganzen Deep Slate Sachen. Da kann ich Obsidian reinmachen. Passt ja. Funktioniert. Dann würde ich auf die Seite. Ich räume mal hier die ganzen Dinge auf. Wir sortieren schon mal ein bisschen ein. Dass das hier ein bisschen aufgeräumt ist. Ach komm, was? Ist das? Scheiß drauf, machen wir so. So. Diese Kiste. Tue ich mal diese ganzen Erde. Holzsachen. So, wenn hier. Dann machen wir hier Eisen, hier Gold. Hier können wir Redstone reinmachen. Dann können wir hier Emerald. Brauche ich denn Eisen da? Das kann mit da rein. Lass mal alles weg. Alles wegmachen. Noch ein bisschen Ding. Hier haben wir Gold. Zack, zack. Das. Moment. So, jetzt schlafen. Ich lieg neben dem Bett. So. Stimmt, wo komme ich jetzt in die Höhle? Ach doch, ja, da komme ich doch damit. Eisenfarmen. Ich werde jetzt ein bisschen was an Eisen farmen. Stimmt, hier ist der Spawner. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil wir können umbauen. Der ist direkt. Der ist ja direkt bei unserer Base. Dann können wir schön umbauen in so einen schönen Spinnen-Spawner. In so einer Spinnenfarm. Dafür müssten wir aber dann die ganze Höhle ausleuchten. Damit halt hier keine Spinnen drin spawnen. Sondern nur in unserem Feld da. Aber das sollte ja eigentlich gar kein Problem sein. Warte, Zombie.
Aua. Was machst du hier? Okay, cool. Also ich habe ungefähr ausgerechnet. Ja, ich weiß, das ist Cola, aber... Ich habe ungefähr ausgerechnet 4 Steaks und ungefähr 2 Eisen brauche ich, um den Super Smelter zu bauen. Das ist eine Menge. Das Schlimmste sind aber die Hopper. So die Schienen und so. Das ist scheißegal. Viele Creeper hier sind. Ist hier irgendwo Eisen? Und das Redstone. Obwohl ich könnte versuchen, dem Eisen, was ich jetzt habe, ich brauche ja eigentlich nur einen Hopper. Ich versuche eine Eisengolem-Farm zu bauen. Da brauche ich Lava. Dann könnte ich das versuchen. Hier spawnen 4, 5. Ich müsste dafür das ganze Village abreißen. Ah, das macht ja nichts, das kann ich ja. Oder ich laufe in den Spawn-Chunk zurück. Und mach da halt. Und setz halt da ein Ding. Aber will ich einen Villager da hinten hinkarren oder denke ich mir, hier ist direkt ein Village mit Villager.
So, wir sind nicht ganz fertig. Sondern hier noch viele. Aber so sollte er erstmal bereit sein. Ich hoffe, dass hier auch welches also manche sind schon gespawnt, also 10 Stück hätten wir schon mal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Also da ist jetzt ein, ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil da ist ein Villager. Da ist halt ein Villager unten. Also der Zombie ist halt ein Villager. Aber das sollte ja eigentlich egal sein, weil er ein Zombie-Villager ist und ja die anderen angreifen würde. Und deswegen müssten doch welche hier spawnen, oder nicht? Oder ist das Dorf da hinten zu nah? Ich glaube aber nicht. Das ist doch weit genug entfernt. Oder weil ich die ganzen Wege platziert habe drumherum. Ich weiß nicht, was damit schief läuft. Irgendwie funktioniert er nicht. Wir werden es aber nächste Folge herausfinden. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich falsch gemacht habe oder ob ich es irgendwie verbessern kann oder wie auch immer. Bis dahin, abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Bye.